Eine Woche früher. Ich bin Katharina. Gerade bin ich auf dem Weg in mein neues Zuhause, zumindest für die nächste Woche. Ein Wohnheim in München, in dem Flüchtlinge und Studenten zusammenleben. Hallo, grüß dich. Das ist Simon, einer der 40 Studenten, die hier leben. Was so spät ist. Wir treffen uns gleich nochmal. Erst will ich meine Sachen in mein neues Zimmer bringen. Wie lebt es sich in einem Haus, dessen Bewohner kunterbunt zusammengewürfelt sind? Dessen Bewohner zum Teil krasse Geschichten hinter sich haben? Die Idee des Projekts ist es, sich gegenseitig zu unterstützen und voneinander zu lernen. Ob das funktioniert, will ich rausfinden. Simon wohnt seit 2 Monaten hier. Er studiert Maschinenbau und war einer der Ersten, die eingezogen sind. Du musst eigentlich wirklich, machst du ja jetzt, also du musst wirklich hier drin leben oder so, damit du überhaupt verstehst, was einen bewegt, wenn man jetzt hier so einfach drin wohnt oder so. Ich glaube, das ist als Externe super schwierig. Simon hat heute Mittag Dienst an der Pforte. Die ist rund um die Uhr besetzt, damit nicht jeder hier reinkommt. Denn es gibt's ja, die Leute, die Flüchtlinge nicht in Deutschland haben wollen. Bei Simon ist das gerade umgekehrt. Ich habe schon vorher so gedacht, okay, das Wohnheim ist cool, weil da lerne ich Leute kennen, ohne dass ich jetzt am Hauptbahnhof in München stehe und halt als engagierter Helfer Flüchtlingen helfe. Mhm. Das hat mich immer ein bisschen dran gestört, weil das immer so die Rollenverteilung halt relativ klar war. Also ich stehe hier, ich helfe und den anderen wird geholfen. Mhm. Und deswegen hat mich das Projekt überhaupt so angesprochen, weil ich halt den Eindruck hatte, okay, da sind wir irgendwie so auf Augenhöhe. Ich bin auf dem Weg zu Abdi aus Somalia. Die Flüchtlinge, alles Jungs, wohnen auf der anderen Seite des Flurs. Denn die Jugendhilfe schreibt vor, dass sie räumlich getrennt von den Studenten wohnen müssen. Krass. Ich zieh mal Schuhe aus. Nein, du kannst auch in deine Tür kommen. So, ich zieh aus. Ich zieh immer Schuhe aus, wenn ich meine Schuhe in die Wohnung komme. Sonst bringe ich ja den ganzen Straßendreck mit. Nee, Abdi kenne ich, seit ich mich vor ein paar Wochen hier vorgestellt habe. Was lernst du eigentlich heute? Also ich trainiere und ich habe diese Bücher gekauft. Die sind Quali, also das ist Deutsch, Mathe, hier Englisch. Und da ist die Mathe mit den Aufgaben. Der 18-Jährige macht dieses Jahr seinen Quali. Eines seiner Lieblingsfächer ist Geschichte. Also ich hab Geschichte ist immer interessant. Eigentlich, ja. Sehe ich auch so. Hast du mal Dachau gesehen? Ja, klar. Ich glaube, jeder bayerische Schüler muss mal oder darf mal nach Dachau. Wie fandest du das? Ach, hässlich. Was der Hitler gemacht hat, so. Das ist voll kompliziert. Krasser Gedanke auch, gell? Wenn man da steht und sich überlegt, was da passiert ist. Ja, das war ein komisches Gefühl. Die Leute, die so wie ein Brot bringen irgendwo rein und dann verbrennt ganz Zeit. In diese Öfen, gell? Das ist schlimm, aber es ist nicht was Neues. Das war in der Welt ganz passiert. Bei uns war auch, also nicht so wie Hitler, aber fast. Denn in Somalia herrscht seit Jahren Krieg. Ich will noch mehr über Abdi erfahren, aber er ist mit Simon zur Deutschnachhilfe verabredet. Seit einer Stunde schon. Wo Simon wohl bleibt? Sonst versetzt er ihn nie. Darf ich reinkommen? Dürfen wir reinkommen? Dürfen wir reinkommen? Simon bekommt einen neuen Haarschnitt verpasst. Von Shafiq. Er kommt aus Herat in Afghanistan. Im Wohnheim schwören die Bewohner auf seine Haarschneidekünste. Das ist nicht dein Ernst, oder? Du schneidest doch jetzt nicht damit in die Haare. Ich mache nur hier, ein bisschen. Besser jetzt. Wow. Das ist es, das gegenseitige Unterstützen im Alltag. Auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Vielen Dank. Bitte. Sehr gut. Nee, ich glaub's echt gut. Guck mal jetzt. So wie du cool aussiehst, Inge. Voll cool. Original Shafiq. Ja. Original Shafiq. Ja. Eine Stunde später, Abendessen. Das findet häufig in der Gemeinschaftsküche der Flüchtlinge statt. Oft essen Studenten mit. Es ist irgendwie eine Art Familienersatz. Shafiq hat seine Familie schon seit 3 Jahren nicht mehr gesehen, seit er aus Afghanistan geflohen ist. Seine Schwester lebt in England. Er würde sie gern besuchen. Könntest du auch nach England oder darfst du nicht? Nee, ich darf nicht. Ach, scheiße. Ich muss einen Pass bekommen in deinem Land. Hast du schon was gehört wegen dem Pass? Nee. Jetzt, diese Situation muss ich ja nicht. Ich glaube, ich bekomme vielleicht in 5 Jahre einen Pass. Egon ist Shafiqs Betreuer. Er oder einer seiner Kollegen ist immer im Wohnheim vor Ort. Mit ihnen sprechen die Flüchtlinge über Behördenkram oder Probleme im Alltag.
Oft sind die Betreuer aber auch einfach nur da, essen mit oder schauen Fußball mit den Jungs, wie die Studenten. Vor dem Schlafengehen recherchiere ich zu Abdis Heimatland Somalia. Wer sich in Somalia aufhält, muss sich der Gefährdung durch Kampfhandlungen, Piraterie sowie terroristisch oder kriminell motivierte Gewaltakte bewusst sein. In Somalia gibt es seit Jahrzehnten keine richtige Regierung mehr. In vielen Teilen des Landes herrscht Bürgerkrieg. Und die Menschen haben Angst vor der Terrororganisation Al-Shabaab, die ähnliche Ziele hat wie der sogenannte Islamische Staat. Zwei Anschläge haben am Sonntag Somalias Hauptstadt Mogadischu erschüttert. Die radikal-islamische Shabaab-Miliz bekannte sich zu der Tat. Ein Massaker angerichtet mit 148 Toten. Davor ist Abdi also geflohen. Vielleicht erzählt er mir in den nächsten Tagen etwas mehr von seiner Zeit in Somalia. Der nächste Tag. Er beginnt mit einer Teamsitzung der Betreuer. Es geht um einen Zwischenfall vor ein paar Tagen. Zwei der Jungs haben sich geprügelt, der eine dem anderen mit einem Messer gedroht. Das Team hat diesen Jungen aus dem Wohnprojekt ausgeschlossen. Eine schwere Entscheidung. Es ist jetzt eins, ob man jetzt irgendwie handgreiflich wird, ob es eine Schlägerei gibt, ob sich da zwei körperlich angehen und ob jemand dann im nächsten Schritt irgendwie eine Waffe oder ein Messer zieht. Habt ihr mit den Studenten jetzt alle auch drüber geredet oder haben die das gar nicht mitbekommen? Na doch, es hat sich herumgesprochen auch. Die eine war ja auch direkt mit dabei. Okay. Zwei waren dabei. Und mit dem anderen habe ich geredet? Ja, wir haben dann nachher schon, wir sind ja auch nachher direkt nochmal hin gefragt, wie es ihr geht. Und, ja. Aber so viel kam dann nicht. Also es kamen vereinzelt Nachfragen. Eine spezielle Nachfrage, warum er jetzt gehen musste, kam, wie gesagt, bei mir an. Aber so habe ich das Gefühl gehabt, dass das ging recht flott unter wieder. Beim Team geht das natürlich nicht so schnell unter. Es muss sich mit Konfliktsituationen stärker beschäftigen. Als Student kann man ja einfach mal seine Tür zumachen. Es wird immer Reibungspunkte geben. Also das sind nur, ich meine, das sind Jugendliche, das sind Jungs alles, ne? Da gibt es immer irgendwelche Probleme. Aber ich finde, das hält sich alles in Grenzen so. Das ist halt trotzdem noch eine lockere Atmosphäre. Mhm. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Diskussion über Flüchtlingspolitik. Johannes und Jesper wohnen im Stockwerk unter mir. Seit kurzem schauen sie einmal in der Woche mit den Flüchtlingen die Tagesschau. Demnach soll Europa künftig einen großzügigen Anteil an Schutzsuchenden aufnehmen. Die gemeinsam. Danach wird diskutiert, auch heute Abend wieder. Nur noch Flüchtlingsnachrichten, das ist echt krass. Ja. Ich weiß nicht, ob ich als Flüchtling, der das quasi alles hinter mir hat, mir sowas anhören will. Ich glaube, es ist so ein bisschen beides, weil es gibt natürlich irgendwo die Stufe, wo du sagst, okay, ich kann es nicht mehr hören, aber auf der anderen Seite sind die ja auch maximal interessiert daran, weil es ihre eigene Geschichte ist. Also, ja, klar. Und von dem her ist es, glaube ich, für die auch schon wichtig zu wissen, was noch passiert. Kann daran liegen, weil noch Leute von denen, die sie kennen oder Familienangehörigen noch auf der Flucht sind. Und dann ist es, glaube ich, schon wirklich interessant, da informiert zu sein. Bin gespannt, wie viele Jungs heute kommen. Schauen wir mal. Auch Abdi beschäftigen Flucht und Krieg noch immer. Selbst nach 2 Jahren in Deutschland. Mit 14 ist er aus Somalia geflohen, vor Islamisten, die seine Mutter getötet haben und die ihn und seine Brüder mitnehmen wollten. Die haben in die Stadt gekommen, okay. Da wo wir wohnen, sind alle einfach gekommen. Und also. Die, was die alle Stecken mitgenommen. Mhm. Und dann hat die dieselbe Angst. Da, und der Baba kann nicht sagen, Jungs, bleibt hier, weil ja. Die kommen. Und Baba kann gar nichts machen. Einfach morgen. Mit 14 Jahren flieht Abdi völlig allein von Somalia über Äthiopien und den Sudan fast 5000 Kilometer weit bis nach Libyen. Dort steckt man ihn für 4 Monate ins Gefängnis. Einfach so. Als Ausländer hat er keine Rechte in einem Land, das selbst im politischen Chaos versinkt. Aber ein Land schlimmer als Libyen habe ich nie gesehen. Echt? In Somalia, wenn jemand dich töten will, dann vielleicht kann es sein, dass seine Kollegen sagen, Junge, der ist klein und so. Mhm. Aber Libyen sagen niemand. Als er aus dem Gefängnis kommt, findet er Arbeit in einem Internetcafé. Der Besitzer rät ihm eines Tages zur Flucht. Er sei hier nicht mehr sicher. Abdi zahlt all sein Gespartes, $800, an einen Schlepper. Einen Tag später geht's los mit dem Boot. Guck mal da. Hier sind zwei Luftpumpen, so stark. Ja. Und da musst du 12 Holz so machen, also verbinden mit den Holzen, wie heißt diese? So Holzlatten, oder wie?
Und da hast du dann ein Plastik, also drauf, ein Holz. Also ein selbstgebautes Boot? Ja, du baust selber in 15, 40 Stunden. Du hast es selbst gebaut? Nein, nicht ich, aber alle zusammen. Alle zusammen. Also was, das 100 Leute und das muss ihr gleich machen. Und für wie viele Leute war das Boot? Wir waren 95, also wir sind 95 in Europa gekommen, weil 5 gestorben haben. Wir sind 100 oder 101 ungefähr so. Auf so einem Boot flieht Abdi übers Mittelmeer. Und du warst hier vorne gesessen? Ich war ganz vorne, keine Ahnung, wo die jetzt vorne. Ja, der Mann, schaut, dieser Mann ist der Fahrer. Der Fahrer, selbst ein Flüchtling, hat keine Ahnung, wie er ein Boot nach Europa bringen soll. Am zweiten Tag versagt der Motor. Das Boot treibt ab und die Menschen um Abdi bereiten sich auf den Tod vor. Man, jeder denkt, es gibt diese Muslimenzeit, wenn man stirbt, sagt etwas, man du vorher sagst. Und jemand sagt, Leute, ich glaube nicht, dass wir jetzt weiterkommen. Also wir sterben gleich so. Jeder muss diese lesen so. Diese. Ja. Dann hat jeder so was gelesen. Und ich konnte kein schwimmen. Ich kann nie eine Sekunde auf dem Meer bleiben, wenn ich ein bisschen was passiert. Nach 5 Tagen werden sie von der italienischen Küstenwache aufgegriffen. 5 Menschen sind da bereits verdurstet. So, wenn ich jetzt sehr nass ist und die Leute, die keine Ausländer wurden, dann das tut mir nicht so weh, weil ich weiß, dass ich war, wo noch schlimmer war. Wenn man will, ich kann meine Augen zumachen und vorbeigehen. Ist okay. Ja. Also, sie tut sehr weh, wenn man so beleidigt. Aber es ist mir komplett egal. Ich habe meine Linie. Ich soll nur warten, also nach vorne schauen. Obwohl er erst seit 2 Jahren in Deutschland ist, macht Abdi schon dieses Jahr Quali. Spielt Schach und im Verein Fußball seine große Leidenschaft. Hast du das 60 gesehen? Das 60 hier. Guck mal, da ich habe das selber geschrieben. Einmal Löwe, immer Löwe. Wir sind die Weißen, wir sind die Blauen. Wir sind diejenigen, die die alle Beine hauen. Wir sind die Löwen, wir sind aus München. Wir sind diejenigen, die die alle Bayern ruchen. Morgen hat Abdi selbst ein wichtiges Spiel. Und ich werde mitgehen. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Passt schon. Wo ist Popcorn? In Brüssel gilt auch morgen die höchste Terrorwarnstufe. Schulen und Universitäten in der Hauptstadt bleiben geschlossen. Die belgische Polizei fahndet nach mindestens 2 Verdächtigen, die mit den Terrorattacken in Frankreich etwas zu tun haben sollen. Jeden Tag empfängt die Polizei an der Grenze in Freilassing etwa 1000 Flüchtlinge. Die SPD spricht sich, wie auch die Kanzlerin, gegen feste Obergrenzen aus. Allerdings will auch die SPD Kontingente. Die Forderung nach Kontingenten und der Terror, das bleibt bei den Studenten hängen. Okay. Das macht schon Sorge, an welche Grenzen da auch unsere Sicherheitskräfte stoßen. Dass es dann heißt, nach so Anschlägen, naja, schmeißen wir wieder ein paar Bomben irgendwo hin. Und es bringt überhaupt nichts, also meiner Ansicht nach. Sondern man misst auch viel mehr den Fokus auf die wirklichen Ursachen richten, dass man da irgendwas machen kann. Said und Shafiq machen sich ganz andere Sorgen. Die Diskussion um sichere Herkunftsländer und Flüchtlingskontingente verunsichert sie. Hast du Angst, dass dich jemand zurückschickt? Naja, ich kann das nicht sagen, weil ich weiß es nicht. Von Deutschland, Religion. Ja, vielleicht morgen die schicke ich mir nach Afghanistan. Ja, ich weiß es nicht. Ja, habe ich Angst. Was meintest du? Wenn wir gehen, was sollen wir machen in Afghanistan? Wir müssen arbeiten bei Taliban. Wenn wir leben. Wenn jemand kann nicht arbeiten bei Taliban, er muss tot sein. In Afghanistan hat sich die Sicherheitslage in den letzten Monaten wieder deutlich verschlechtert. Es passiert gerade, als der neue Verteidigungsminister ernannt wird. Schüsse, Explosionen, Rauchwolken. Ein Anschlag der Taliban auf das afghanische Parlament im Juni. Erst am Samstag hatten die Taliban im Süden Afghanistans mit einem Bombenanschlag 19 Menschen getötet, darunter vor allem Frauen und Kinder. Die deutsche Bundesregierung denkt darüber nach, Menschen hierher zurückzuschicken, so wie zuletzt Bundesinnenminister de Maizière. Es sind viele, viele Summen von Entwicklungshilfe nach Afghanistan geflossen. Da kann man erwarten, dass die Afghanen in ihrem Land bleiben. Mit solchen Aussagen, denke ich mir, schürt die Politik die Vorbehalte vieler Deutscher gegen Menschen wie Said oder Shafiq. Den Verdacht, sie kämen nur wegen des Geldes.
Dabei ist der Argwohn in unserem Land schon groß genug. Man kann nicht mehr mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, wie Deutschland in ein paar Jahren ausschaut. Und es ist auch was, was Leuten wahrscheinlich vielleicht ein bisschen Angst macht, auch wenn überhaupt keine Verschlechterung zu befürchten ist, aber einfach nur, dass Veränderung bevorsteht. Veränderung macht vielen Menschen Angst. Raus aus der kuscheligen Komfortzone und plötzlich die Feststellung, da draußen gibt es noch eine andere Welt. Heute habe ich Pfortendienst. Ich habe kaum geschlafen. Die halbe Nacht habe ich über den Fernsehabend nachgedacht. Es muss genügen für den Pfortendienst früh um 6. Noch ist nichts los. Der Erste, der das Haus verlässt, ist Seki aus Somalia. Guten Morgen, Seki. Schönen Tag. Ja. Danke. Er geht in die Schule, wie alle Flüchtlinge, die im Wohnheim leben. Verlässt einer das Haus, muss ich das festhalten, weil es die Jugendhilfe so vorschreibt. Auch Abdi muss eigentlich in die Schule, aber er bringt mir Frühstück. Yes. Guten Morgen. So, dann. Du bist hier. Ja, das wollen wir eigentlich nicht. Also, das ist einfach voll gemein, wer raus und wer reinkommt. Warum? Das ist nur zu eurer Sicherheit. Wie Sicherheit? Damit, wenn ein Feuer hier im Haus ist. Na. Wenn Feuer hier ist, dann kann man raus. Ja, aber wenn jetzt Feuer im Haus ist, dann muss ich, und ich sehe, der Abdi ist noch in seinem Zimmer, dann renne ich nach oben und zieh dich raus. Vorschriften. Wenn ich ehrlich bin, verstehe ich sie auch nicht ganz. Bis später. Tschüss. Ciao, Elie. Ciao. Am Nachmittag steht Abdis Fußballspiel an. Vorher will er mir noch zeigen, wo er nach seiner Ankunft in Deutschland ein Jahr lang gelebt hat. In der Bayernkaserne im Münchner Norden. Ein ehemaliges Militärgelände. Seit einigen Jahren dient es als Flüchtlingsunterkunft. Ich glaube, die da hat sie jeder was drauf geschrieben. Guck mal, Freedom. Das ist was Schönste. Filmen dürfen wir die Kaserne nur von außen. Ich will trotzdem rein. Drinnen spricht uns ein Junge auf Somalisch an. Er sagt, die Behörden hätten sein Alter auf 18 festgelegt. Er sei aber erst 16, habe jedoch keine Dokumente. Für den Staat ist es einfacher, wenn er so jemanden als volljährig einstuft. Denn Minderjährige bedeuten erstmal größere Verantwortung und mehr Aufwand, da sie unter die Jugendhilfe fallen. Sie haben sein Alter einfach festgelegt, gell? Ja, der sah eigentlich aus wie 16 oder so. Ja, aber das kann er machen. Wenn die sagen, er ist 33, dann ist er 33. Dann ist er 33, ne? Wie alt haben sie dich damals, als du angekommen bist? Also, die haben mich auch 18 Jahre geschrieben. Und dann hatte der Dolmetsch gesagt, der ist nicht 18 Jahre alt. Ja. Also, und dann hat er ein bisschen, okay, dann haben sie mich 16 geschrieben. Ja. 16 Jahre. Eigentlich ist er damals sogar erst 15. Er darf zur Schule gehen und in eine Einrichtung für Jugendliche ziehen. Irgendwann hört er vom Wohnprojekt mit Studenten und bewirbt sich dort. Warum wolltest du in die Kislaufstraße, in dieses Projekt? Ja, weil ich gut finde. Da ist die Studenten und da kann man vielleicht ein bisschen mit ihnen zusammenarbeiten. Die können auch mit gerne helfen, wenn sie Zeit haben. Also ich habe auch jetzt Nachhilfen. Also die Deutschen können auch ein bisschen Erfahrung, wie es denn an den Ländern weitergeht. Nur nicht nur ein Weg in Deutschland, sondern die können auch was ein bisschen Kultur bekommen. Du meinst einen Blick nach außen? Genau. Den Blick nach außen vermisst Abdi bei manchen Deutschen. Fremdenhass schlägt ihm als Afrikaner relativ oft entgegen. Die jetzt hier sagen, raus, Flüchtlinge und so, kann sein, dass ich später eure Rente zahle, also ihre Rente zahle. Bei Abdi bin ich mir sicher. Und es gibt Studien, die zeigen, dass Flüchtlinge nach rund 6 Jahren in Deutschland unserem Staat mehr Einnahmen bringen können, als sie ihn kosten. Denn über die Hälfte ist wie Abdi unter 25. Sie würden also noch über 40 Jahre ins deutsche Rentensystem einzahlen. Ich kann es nicht verstehen, warum so viele Menschen in Deutschland Angst haben. Ich weiß auch nicht, vor was sie Angst haben. Ich habe die Zeitung gelesen. Also du machst hier keine Angst, Abdi. Ja, ich habe die Zeitung gelesen. Die Blondine haben Angst. Die Blondine haben Angst. Mann, was für Angst haben die? Ich laufe jetzt hinter dir. Komm. Ja, wir machen nicht so schlimme Sachen. Also wir sind echt freundlich.
Seit über einem Jahr spielt Abdi im Verein Fußball. Zweimal die Woche trainiert er. Heute steht ein Punktspiel an. Wann ist das Schelle gegangen? Fußball, gute Noten, viele Freunde. Ich bewundere Abdi dafür, wie er sein Leben selbst in die Hand nimmt. Hier ist er nicht der Flüchtling aus Somalia, hier ist der Abdi, der Fußballer. Abdi, der gerade mit seinem Team 3:2 gewinnt. Ja, Jungs! Herzlichen Glückwunsch, gut gemacht. Und dann kommt es mir wieder. Er ist auch Abdi, der im März beim Trainingslager in Italien vielleicht zu Hause bleiben muss. Denn er hat ja keinen Pass. Ich glaube nicht, dass sie immer. Zurück im Wohnheim. Die Küche ist am Abend von Hamid, Shafiq und Said in Beschlag genommen. Mir ist bereits aufgefallen, dass die drei Afghanen jeden Tag gemeinsam kochen. Im Gegensatz zu den meisten Studenten. Wenn du jedes Mal machst, dann denkst du immer, dass deine Mutter gemacht hat und du hast ihm zugeguckt. Was wir hier machen, dann ist schon irgendwie traurig, aber das macht auch Spaß. Das ist ihre Art der Heimat, irgendwie nah zu sein. Mary und Nils kochen gerne mit den Jungs. Denn im Gegensatz zu vielen Studenten hier kochen die Afghanen frisch. Geh mal in den Supermarkt. Ein Gang ist nur Fertigzeug zum Anrühren. So was würde es doch gar nicht da geben. Gibt es in Afghanistan viel Fertigprodukte? Nee. Nee, ne? Auch beim Kochen geht es wieder um Politik. Diesmal um die Situation der Flüchtlinge in der Türkei. Eine Zwischenstation vieler auf dem Weg nach Europa. Auch Shafiq und Hamid waren mehrere Monate dort. Die brauchen selber Hilfe. Man sieht schon, dass viele Türken hier sind. Die haben gar nichts. Wie können die Flüchtlinge einfach in Türkei behalten? Die Europäische Union sagt, wir zahlen der Türkei jetzt Geld und dafür behaltet ihr die Flüchtlinge. Nein, die sind auch wie unsere Politiker. Die nehmen auch Geld und nehmen keinen Cent für die Flüchtlinge. Du meinst, sie stecken sich in die eigene Tasche? Ja, wie unsere Politiker. Mhm. Themen, über die sich zwei 17-Jährige mit mir beim Kartoffelschälen unterhalten. In meinen WGs kamen solche Diskussionen selten auf. Das Fleisch ist auch sehr gut geworden. Am Abend bittet mich Abdi, dass ich morgen mit ihm schwimmen gehe. Für ihn eine echte Überwindung, nachdem er auf dem Mittelmeer fast gestorben ist. Und für mich irgendwie auch. Denn ich habe noch nie jemandem das Schwimmen beigebracht. Schon gar nicht jemandem, der Angst vor Wasser hat. Letzter Tag für mich im Wohnheim. Meine gute Bohrmaschine. Elie stammt aus Rumänien und ist Hausmeister hier. Ich denke, von der Höhe ist auch so in Ordnung, oder? Ich habe versprochen, ihm zu helfen, diese Infotafel aufzuhängen. Muss ich jetzt bestätigen? Nein, ist nicht. Doch, guck doch mal, ist doch in der Mitte. Arbeiten Millimeter genau. Normalerweise helfen Elie die Jungs. Aber die sind gerade alle in der Schule. Zu ihnen hat er eine enge Beziehung aufgebaut. Langsam bin ich ein Mitglied auch hier in der Familie, muss ich sagen. Also ich fühle mich auch so und dann ist das, wie gesagt, ja, bin ich froh, dass ich, und ich sehe, dass die auch umsetzen, was von mir Gutes bekommen. Und bin ich auch ganz froh, wenn ich sehe, dass sich hier in Deutschland sich gut entwickeln. 20 Jahre war Elie Hausmeister in der jüdischen Gemeinde in München. Obwohl es ihm dort gut gefallen hat, hat er sich auf die Stelle im Wohnheim beworben. Es ist ein besonderer Beruf hier, nicht nur Beruf, sondern eine besondere Aufgabe hier für dich, oder? Ja, deswegen habe ich auch zum Beispiel gewechselt, habe ich mal auch so gedacht. Also ich finde, das ist die Zeit jetzt. Ich bin seit 25 Jahren in Deutschland und ja, es ist meine Zeit jetzt, wo man auch meinen Beitrag leisten muss, weil ich selber nach Deutschland kam vor 25 Jahren mit 22 und keine Eltern, so war ich auch unbegleitend sozusagen. Ja. Und ich war sehr dankbar und dann natürlich möchte ich auch weitergeben, was. Ja. Genau, in der Hoffnung, dann die Kinder hier, die hier leben, auch weitermachen, das genau dasselbe, was ich gemacht habe. Das würde mich sehr freuen. Also, ja, voll, ich kriege auch Gänsehaut jetzt. Ich auch. Ich hole Abdi zum Schwimmen ab. Ja. Hallo. Na, rein. Bist du startklar? Ja. Ja? Komm mal rein. Rein mit dir. Wo sind deine Sachen? Meine Sachen sind noch nicht eingepackt.
Abdi hat sich gestern Abend noch die Haare abrasiert. Du schaust gleich 10 cm kleiner aus. Warst du hier schon mal im Schwimmbad? Ja, Michaelbad war ich mal. Und? Da habe ich mal geguckt. Ich bin doch in das Wasser reingegangen, aber ich habe nicht so gut geschwommen, habe ich Angst so. Hast du probiert? Ich probiere immer bis zum hier. Ja. Dann habe ich Angst, wenn höher als das ist, dann komme ich schnell zurück. Okay, schauen wir mal heute, gell? Ja, schauen wir mal. So ist. Rein mit euch. Da gibt's auch Schwimmnudeln im Exhibition. Guck mal, wie alt sie sind. Ja, kommen wir auch da rein. Frauendusche, Männerdusche. Ja. Und wir treffen uns draußen. Okay. Ist in Ordnung für dich oder soll ich vorgehen? Ja, nein, ich doch. Okay. Du sagst, wenn es zu krass wird, okay? Ja, genau. Abdi hat vor dem Moment Angst, wenn ihm das Wasser sprichwörtlich bis zum Hals steht. Also gehen wir es langsam an. Wir machen jetzt die erste Übung. Du legst dich einmal flach ins Wasser und ich zieh dich. Wie? Okay. Okay? Leg dich flach ins Wasser. Jetzt mach. Bismillah. Richtig schön. Flach ins Wasser. Wenn ich ihn festhalte, hat Abdi kaum Angst. Aber er muss sich ja alleine über Wasser halten können. Komm mal her. Wenn ich zum Beispiel auch hier halt. Ja, guck mal. Ja, wie ich hängt oben bleiben. Ja, guck mal, ich kann doch auch. Ah, muss ich nur die Beine so halten? Ja, genau. Ja. Okay. So. Und? Geht, gell? Ja, die gehen gleich runter. Nein, die gehen nicht runter. Nach einer Weile klappt es mit der Beinbewegung ganz gut. Und seine Angst vor dem Wasser lässt sich Abdi auch kaum noch anmerken. Wenn ich mir vorstelle, dass ich in einem Boot bin und ich kann nicht schwimmen, ich hätte mich das nicht getraut. Nee, ich hätte mich echt nicht getraut. Aber vielleicht doch, denn eigentlich hast du keine andere Wahl. Ein Leben im Krieg oder die Aussicht auf ein sicheres Leben. Das kann einen schon mal zu Dingen treiben, die man sich sonst nie trauen würde. Hast du gut gemacht. In 10 Jahren... Olympia für Somalia. Oder vielleicht für Deutschland. Israel vielleicht. Für mich heißt es jetzt Abschied nehmen. Nach einer Woche fällt mir das nicht leicht. Auch wenn das Leben im Wohnheim manchmal anstrengend ist. Denn die Geschichten seiner Bewohner beschäftigen einen. Das Leben im Wohnheimkosmos ist so, wie ich unsere Gesellschaft gerne sehen würde. Laut, direkt, offen und vor allem respektvoll im Umgang mit dem anderen.